Willkommen zurück zu Wario Land The Shake Dimension. Wir machen weiter mit der Schlitterpiste. Beende die Stage, bevor die Uhr 1.40 zeigt. Meistere die Stage, ohne Schaden zu nehmen. Sammle 65.000 Münzen. Besiege keinen einzigen Gegner. Besiege 5 Gegner mit Hilfe von Eiszapfen. Das widerspricht sich irgendwie, aber okay. Dann gucken wir mal, wie das Ganze hier aussehen wird. Was da jetzt genau in dieser Stage auf uns wartet. Ein Winterwunderland. Aha, kann das anschieben? Ein Pinguin! Was gibst du mir denn so, Pinguin? Boah, eine Riesenknolle. Nein, bleib da, Knolle! Wir bleiben! Oh. Und weg ist er. So. Schütteln wir mal hier. So. Ja, besiege keinen Gegner. Schon mal fehlgeschlagen. Ja, super. Wie soll ich denn da hochkommen? Na okay, gut, da muss man dann so ein bisschen schnell sein, aber jetzt wegen dem Goldsack. Da halte ich mich nicht so lange auf. Irgendwie so frostelig muss man da sein. Okay. Gut, da kommen wir nicht lang. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt da oben hinkommen. Nope. Gut, dann gucken wir erst einmal weiter. Oder auch nicht. Wir müssen ja da durch. Moment. Haha. Und rollen. So kommen wir da durch. Okay. Dann. Und runter hier. Hotdog. Sehr schön. So. Dann geht's hier weiter. Abmarsch. Ah, shit. Weg da. Weg. Da, shit, das. Ja, ja. So. Okay. Hier lang. Okay, da ist ein Schatz. Und hier gibt es einen mega fetten Diamanten. Und wie komme ich jetzt dann dahin? Ach so, ja, das war das jetzt hier mit diesem, ja. Mit dem Klotz hier. Weg da, weg da, weg, weg. Ah, ob da. Tschüss. Na, ah, shit. Ja, vielleicht kriegen wir es hin. Wir probieren es mal. Wir machen das jetzt zurück und hier ist kein Pinguin im Weg. Ne, da kommt er schon mal nicht. Ah, fuck. Ah, shit. Also wenn, dann nur über den Rückweg, denke ich. Ja, nur über den Rückweg. So. Jetzt müssen wir hier drüber. Hier hoch. Und Eiskrone. Sehr schön. Dann haben wir schon zwei Schätze gefunden. So. Oh. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Ah, okay. Da tauchen immer wieder neue auf.
Na super. Du blöder Pinguin. Okay. Dann muss ich erst auf die... Hopp. Auf diesen hier und dann auf den anderen drauf. So. Eieiei. Und dann haben wir hier eine Röhre. Gucken, wo die uns dann hinführt. Aha. Okay, da brauchen wir jeden dafür. So, komm. Nein! Heieieiei, das ist wieder was hier. Wenn man keinen festen Boden unter den Füßen hat. So einen rutschigen Boden hier. So. So. Aurora Rubiales. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall haben wir alle drei Schätze gefunden. Mann, du Pinguin. Es ist doch auch was Schönes, alle Schätze gefunden zu haben. Wo geht's hier lang? Ah ja, okay, da kommen wir dann erst lang, wenn wir den Mürfel haben. Moment. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das hält. Ob der jetzt dann erst hier alles hochlaufen muss. Aber wenn so lange der Schneeball hält. Nee. Aber so kommt er ja dann auch nicht durch. Dann, wahrscheinlich so. Gut. Okay, hier gibt's nichts weiter. Na, super. Also von denen sollten wir uns nicht treffen lassen. Es ist was mit dem Eis hier. Das ist nicht so mein Fall. Vor allem ohne Schlittschuh. Komm, abmarsch hier. So, ein bisschen Kohle. Hier gibt es nochmal ein bisschen Kohle. Und hier gibt es einen Kontrollpunkt. Und hier ist der Mürfel. So. Gut, Wario, dann schlüpf mal hier rein. Und gib mal Gas. Damit wir hier wieder schnell rauskommen. Ja, super. Da habe ich nicht schnell genug reagiert. So, da muss jetzt runter. Gut. So, weg mit dir, weg mit dir. Weg da. Und runter. Wunderbar. Und da war nur der Schatz. Müssen wir jetzt hier hoch. Und weiter. Komm schon, Wario. Der Dauerläufer hier. Ah.
schon. Also von der Zeit her werden wir es auf jeden Fall wieder schaffen. Aber jetzt eben nicht in der vorgegebenen Zeit, um die Mission zu erfüllen. Aber wir haben es auf jeden Fall wieder zurückgeschafft und haben alle drei Schätze gefunden. Das ist doch auch nicht schlecht. Damit bin ich auch zufrieden. Gut, die nächste Stage heißt Villa Weichknie. Okay. Beende die Stage, bevor die Uhr 1.50 zeigt. Meistere die Stage ohne Schaden zu nehmen. Sammle 55.000 Münzen. Stampf für alle Schalter in den Boden. Besiege keinen einzigen Gegner. Gut. Villa Weichknie. Bin ich ja mal gespannt, was uns in dieser Villa erwartet. Womöglich Geister. Gehe ich mal davon aus. Es sieht zumindest so aus. Oh. Kohle. So. Moment. Was ist das denn? Ah, Mini-Wario. Ein kleiner Wario. Gut, dann werden wir wieder groß, Wario. Mumie. Ja, die wird man irgendwie nicht los hier. So. Ja, das geht ja da durch. Oh! Man kann euch doch besiegen. So. Mal gucken, ob es hier irgendwie... Ja, okay, einen großen Sack. Kommen wir jetzt aber gerade nicht ran. Friert es dich wohl hier ohne dein Klopapier um dich herum. So, einmal nach unten. Ist schon wieder irgendwie voll verwirrend hier. Okay, Mini-Wario ist wieder dran. Für eine kurze Zeit. Jetzt wird er wieder groß. Und dann geht's hier weiter. Wir hatten, glaube ich, auch noch gerade einen Diamanten eingesammelt, oder? Was? Schon den Würfel? Wow, okay, ich muss viele Wege ausgelassen haben. Definitiv. Aber gut, wir laufen jetzt. Au. Ach nö, da kommt er nicht durch. Gut, dann gehen wir hier durch. Und hier gibt's wieder ein bisschen Speed für unseren Wario. Gut, dann die nächste... Ach, die Scheiße. Das läuft wieder sehr gut hier. Die nächste Kanone. Scheiße, und da war ein Schatz. Moment, ich muss mal hier... Nee, kann er durch? Nee, scheiße. Es ist verwirrend. Mumie. So, komm schon. Renn in deinem Leben, Wario. So.
Stage abgeschlossen und nichts gefunden. Wow, okay, an den einen Shots sind wir ja richtig vorbeigebrettert. Da hätte ich Wario dann anscheinend so schräg hochschießen müssen, dass er dann da gelandet wäre. Aber gut, das konnte ich auch nicht riechen, dass da dann Shots versteckt war. Ja, das war natürlich wieder eine super Stage. Aber wieder nichts gefunden. Naja, gut. Ich bin der weltberühmte Wütewok. Mich düstert... Was? Sprich nochmal mit mir. Mich düstert nach Zerstörung? Stand da gerade Zerstörung statt Zerstörung? Egal. Wir werden gleich sehen, was das für ein Gegner ist. Wenn wir dort wieder reinkommen. Und mal gucken, was der dann... Von, ach ja, ich muss ja erstmal dieses Stück hier alleine laufen. Erst dann läuft Wario von alleine zu dem Boss. WTF? Okay, er frisst Gegner. Ja, wow. Warte. Fuck. Soll ich ihn füttern oder was? Soll ich ihn füttern oder? Also sieht so aus, ne? Als müsste ich ihn. Jetzt müsste ich ihn irgendwie füttern. Na komm. Na shit. Ich müsste das Ganze ja dann auch mal in der richtigen. Im richtigen Moment irgendwie erwischen hier. So? Ja, ich muss ihn echt füttern. What the f. Oh, warte, warte. Nein. Fuck. Ich hätte ihn ja mit der Bombe bestimmt beschmeißen müssen. Das hätte ich bestimmt dann machen müssen. So, komm her. Happa happa für dich. Hier für dich. Okay, so, komm schon. Ja. So, Hunger? Komm her. Wow, ein Gegner, den man füttern muss. Oh, jetzt will er mehr. Jetzt ist er gierig. Nimm die Bombe. Na, nein. Oh. Also wenn es zu viel... What the fuck? Also wenn es zu viele Gegner sind, dann ist das auch scheiße. Weil dann stehen viel im Weg. Ja, super. WTF. Da... Ah. Ja, weg da. Weg da. Weg da. Weg da. Weg da. So, hier für dich, mein Freund. Nein! Ah, fuck. Das war natürlich wieder mega gut. So, was haben wir hier? Komm, mach Mund auf. Mach den. Ah. Oh, toll. Der Gegner ist jetzt auch nicht gerade dufte hier. So, hier. Bist du gierig? Oh Mann! Mit deiner scheiß Bombe da. Verpiss dich. Ich hab nichts mehr zu fressen. Muss mir erst wieder was runterschmeißen. So, komm. Na, los. So. Ich will was zu essen. Dammit. So, hier. So, nein. Oh, komm. Komm schon, ey. Du hast da kaum Zeit. Da, hier. Bomben. Sollst du mir eine Bombe geben, Mann?
Mann, bist du gierig. So, komm, ich brauche wieder ein paar Gegner. So. Komm schon. So, da. Ach komm. Muss ein bisschen besser aufpassen, wenn ich die fütter. Gibt's denn das? Jetzt haben wir ihn gerade einmal getroffen. So, komm hier. Da. Ach komm. Mit. Komm, still. Komm schon. Nimm. Da. Nein. Alter. Da. Friss. Oh. Mann. Hier, friss. Gib mir eine Bombe. Gib. Mann, verpisst euch. Mann. Oh, toll. Kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist das denn jetzt? Das Skelett. Das kann ich ja nicht nehmen. Tot. Ey, Alter, was? Das ist ein Scheißgegner. Weil wenn du nicht schnell genug bist, dann stürzt er sich auf dich herab. Und dann bringt es nichts. Aber wenn du zu viele Gegner rumliegen hast, auf dem Boden, dann ist es genauso beschissen. Weil du da nicht mal an die Bomben rankommst, wenn er die wirft. Komm, nimm einen. So, hier. Geh weg. Ah, der nervt mich, der Boss hier. So, komm. Ja. Ach, du bist so ein Depp, Mann. Wenn du was fressen willst, dann musst du auch drauf warten, bis ich sie gebe, Mann. So, hier. Hau. So, bitteschön. So. Ja, ja. Und Happa Happa. Ja, jetzt will er ja wieder mehr. Da musst du aber erstmal hier wieder runter und dann mir wieder hier was geben. So. Einer weg. Komm her. So, hier. Bombe. Hier. Oh, der wird aber auch hier immer fülliger hier. Einer weg. Ah, jetzt kommt die Bombennummer. Oder die Karottenbombe. Ja, what the fuck? Wie viel willst du mir denn noch hin schmeißen? Was will er noch mehr? Du bist gierig. So, oh, oh, jetzt macht das zweimal. Komm schon, steh auf. So, hier. Bombe, Bombe, Bombe. Nein, komm schon. Bombe. Boah, du blödes Skelett, ey. Piss dich. WTF. Wo ist er jetzt? Ey, du blödes. Mann. Skelett geht mir vielleicht auf. Keks, steh auf jetzt. Da, hier. Du bist... Leine ziehen, weg da. Komm, nimm den. Super, vergiss es. So, komm, Mund auf. Machen. Mund. Ach, da. Da, hier. Kriegst den ganzen Sack. Ah. Hey, Sushi-Messer-Kerle. Piss dich. So, hier, komm. Bombe. So, hier. So, weiter, komm schon. So. Mann.
So, hier. So, hier. Bombe. Hier. Och, komm. Ey, jetzt. Alter, du sollst dich nicht immer wegdrehen. Scheiße. Toll. Ich habe schon wieder nur ein halbes Herz. Das ist nicht wahr jetzt, ne? Nur weil du mir da so einen kleinen Drillout da reinschickst. In so einem blöden Sack. Ey, nee. So, komm her, mein Freund. Ich fress dich jetzt so voll. So, weg da. So, komm schon dann. Weg da. Komm. Piss dich. So, Maul auf. So, hier, Happa Happa. Bombe her. So, hier einmal für dich. So. Oh, scheiße, jetzt habe ich beide zerstört. Wollte ich eigentlich nur einen besiegen. So, komm, wir kriegen das jetzt hin. Alle guten Dinge sind drei. Komm schon. So, warte. Hier, einmal für dich. Komm her. So, hier. Und ich krieg eine Bombe, los. So. So. Ordentlich auf die 12 hier. Ja. Weg da. Fuck, jetzt mach das nochmal. So, komm schon. Maul auf. Mach's Maul auf. Du verpiss dich. Da, hier. Bombe her. So, hier für dich. Scheiße, Mann. Jetzt hat er das Maul echt noch in der letzten Sekunde zugemacht. Jetzt hätten wir das... Ach, komm, jetzt ist die Leine da. Komm schon, ich brauche neue Gegner. So, jetzt macht das gleich nochmal. So. Komm, Maul auf. Ah, so ist ein Braver. So, hier, nochmal. Gib mir eine Bombe. So, hier für... Ey, musst du dich jetzt umdrehen, du Sau. Werde ich aber richtig wütend hier. So, komm. Auf geht's, brauch neue Gegner. Und gleich nochmal kommen. So, Maul auf. So. Komm her. Hier. Gib mir eine Bombe. So, hier. So, und auf die 12. Mein Freund. So, ja, hier, krieg. Okay, so, runter. Okay, jetzt macht das zweimal. Oder dreimal, keine Ahnung. Na, er kommt. Gut. Ich brauch erstmal wieder Happa Happa für dich. Du musst mir erstmal wieder was geben. Ne, keine Karottenbomben. Komm schon, Gegner. Brauch Gegner, mein Freund. So. So, komm. Hier für dich. Hier für dich. Zieh Leine. Zieh Leine. Ah, scheiße. Verdammt, mit der seinem blöden Sushi... Verpiss dich. Der blöden Sushi-Messer da. Tschüss. Der Gegner ist nervig mit diesem Sushi-Messer oder das Skelett. Die halten einen extrem davon ab, den zu füttern.
So, komm weg da. So, einmal hier für dich. So, komm her. So, ich darf mich jetzt nicht treffen lassen. So, hier für dich. Gib mir eine Bombe, komm schon. Yes. So, guten Appetit, mein Freund. Und Tschüssikowski. Oh. Jetzt ist er geplatzt. So kann's gehen, wenn man sich so vollstopft. Das passiert dann. Puh, aber es ist geschafft. Wir haben es geschafft und ich will dieses Wappen haben. Das fünfte Boss-Wappen. Puh, also die letzten zwei Bossgegner, die waren ja jetzt nicht so super gut. Aber trotzdem, der Kampf hat mir jetzt auch irgendwie Spaß gemacht. Auch wenn wenn die manchen Gegnerarten, die da rausgekommen sind, mir ein bisschen eich auf den Sack gegangen sind, aber trotzdem war schon ganz okay. So, was nun? Wir haben jetzt alle fünf Bosswappen. Also doch noch ein Kontinent. Ah, das sieht ja vielversprechend aus. Aber dafür brauchen wir keine Kontinentenkarte. Okay. Windjammer des Grauens. Alles klar, wir gehen erstmal hier ganz kurz in die Piratenboutique und kaufen uns dieses Herz. Und erst im nächsten Part werden wir diesen letzten Kontinenten betreten, oder dieses Schloss. Jo, Herz kaufen. Sehr schön. Gut, dann werden wir im nächsten Part diesen letzten Kontinent, dieses letzte Schloss, wie auch immer, betreten und mal gucken, was uns dann dort erwartet. Bis dahin, ciao!